Alles ruhig. Hey, es ist schön, euch zu sehen. Es ist lange her. Andy meinte, freu dich, dass du heute mal wieder oben sein kannst. Das stimmt, ich war jetzt im Urlaub, die Biberfreizeit. Ich glaube, Fastenwoche war das letzte Mal, dass ich hier oben war. Aber ich habe mich so gefreut heute. Zum einen war ich heute noch unten und habe im Abenteuerland mitgeholfen, den Check-in einzuführen. Und es ist so erstaunlich, wie viele neue Kinder jeden Sonntag ins Abenteuerland kommen und ihre Eltern gleich mitbringen. Und die Eltern sind dann hier. Und heute Morgen kam ich hoch und habe meine Folien hochgebracht und bin runtergegangen und sage, Conny, da sitzt ein Mensch am Beamer, den habe ich noch nie gesehen. Jetzt kenne ich ihn, den Lothar. Und ich finde das herrlich. Ich liebe das, wenn ich nicht jeden in der Gemeinde kenne. Ich finde wichtig, dass jeder jemanden in der Gemeinde kennt. Das ist absolut wichtig. Aber dass ich nicht jeden kenne, finde ich herrlich. Das heißt, es wächst. Das heißt, es brummt. Oh, wunderbar. Ich darf euch ganz lieb grüßen von Andy. Der ist heute in Wunstorf in der K21-Gemeinde und dient dort. Das ist irgendwie schon eine regelmäßige Sache. Der ist ziemlich regelmäßig da. Und darf euch ganz lieb grüßen. Und möchte auch bei Andy bleiben, denn wenn ihr letzte Woche am Osterwochenende nicht hier in der Gemeinde sein konntet und auch noch nicht die Predigt gehört habt, die Andy gehalten hat, beziehungsweise beide, dann ermutige ich euch nochmal, das nachzuholen. Über unsere Homepage könnt ihr draufkommen oder unseren YouTube-Kanal. Die Predigten solltet ihr unbedingt nochmal hören. Es ging um die vier Versprechen Gottes, an die sich die Israeliten jedes Jahr beim Passafest erinnern, indem sie aus vier Kelchen trinken. Und jeder Kelch steht für ein Versprechen. Und das ist so powerful. Das ist so, diese Versprechen haben es so in sich. Ich habe vor 2 Jahren habe ich mich mit diesen Versprechen beschäftigt, über Wochen, und es hat mein Leben verändert. Also wenn ihr da nicht da wart, ja, dann solltet ihr unbedingt diese Predigt noch mal euch anhören. Und auch gerade, wenn du das Gefühl hast, ey, in meinem Glaubensleben bleibe ich irgendwie stecken, ich komme nicht voran. Also, dann umso mehr. Es ging um die Absichten Gottes für dich. Das war Andys Thema. Es ging darum, dass Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen. Und dieses Kennenlernen meint nicht, Wissen über ihn anzusammeln, sondern dieses Kennenlernen meint wirklich von Herz zu Herz. Das Wort, was verwendet wird, das wird auch verwendet für Sex, es wird verwendet für wirklich Intimität. Es geht Gott darum, wirklich eine Herzensbeziehung zu dir zu haben. Gott möchte, dass du in Freiheit lebst, dass du frei bist von Bindungen, frei bist von Ängsten, frei bist von Sorgen. Und Gott möchte, dass du deine Bestimmung entdeckst, dass du entdeckst, was er in dich hineingelegt hat, was für Stärken, was für Talente, was für einen Charakter er dir gegeben hat. Und er möchte, dass du einen Unterschied machst. Darum ging es am letzten Wochenende. Und ich möchte heute anknüpfen. Wie gesagt, Martin ist kurzfristig krank geworden und somit predige ich euch das, was Gott in den letzten 6 Wochen zu mir gepredigt hat. Ich beschäftige mich mit diesem Thema jetzt seit 6 Wochen. Bin fast täglich damit unterwegs und möchte mit euch heute Morgen anknüpfen und eine Begebenheit und 2 Männer aus dem Neuen Testament anschauen, die die Absichten Gottes und ihre Bestimmung kannten und die einen Unterschied im Leben von wirklich vielen Menschen gemacht haben. Ich rede von Paulus und Barnabas. Und Paulus und Barnabas spielten im ersten Jahrhundert, also nach Christus, im ersten Jahrhundert, wo die Gemeinde sich entwickelt hat, wo die Gemeinde sich ausgebreitet hat, das Reich Gottes sich ausgebreitet hat, spielten diese beiden Personen eine unglaublich wichtige Rolle. Wenn ihr die Apostelgeschichte lest, es geht in den ersten Kapiteln nur um diese beiden Männer gefühlt. Und dann noch Petrus und Johannes, aber Paulus und Barnabas hatten eine wirklich zentrale Rolle. Sie gründeten viele Gemeinden und Tausende kamen durch sie zum Glauben an Jesus Christus und mit Zeichen und Wundern. Also lest es nochmal nach, Apostelgeschichte ist sowieso super. Und die Begebenheit, um die es heute geht, die finden wir in Apostelgeschichte 15. Es sind nur 6 Verse, und zwar von 35 bis 41. Aber wie gesagt, ich beschäftige mich seit 6 Wochen damit. Ich entdecke immer was Neues. Und auch gerade, wenn es um das Thema, wie entdecke ich meine Bestimmung, wie entdecke ich das, was Gott für mich hat, die Absichten Gottes. Gerade
auch in diesem Punkt stecken diese sechs Verse voller guter Anregung und Hinweise. Und wir schauen uns mal die Begebenheit an. Da ist sie, genau. Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochia und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben, und sehen, wie es ihnen geht. Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er durchzog aber Syrien und Sizilien und stärkte die Gemeinde. Wenn man diesen Text liest, würde man sich nicht erstmal die Frage stellen, okay, was hat das jetzt mit einer Bestimmung zu tun, sondern erstmal fällt auf, ey, die haben sich richtig gezofft. Also alle harmoniebedürftigen Menschen würden diese Stelle auslegen, sie hatten eine angeregte Diskussion. Aber das steht da nicht. Das war ein richtiger Streit. Paulus war jetzt auch kein Mann von einem also Paulus war nicht der harmoniebedürftige Typ. Paulus war eine richtige Kante. Paulus hat eine Meinung gehabt und dann ist er bei dieser Meinung geblieben. Und Barnabas anscheinend ähnlich. Auf jeden Fall war das jetzt nicht irgendwie so eine nette Diskussion, sondern sie haben sich richtig, richtig in die Haare gekriegt. Und man würde nicht unbedingt denken, okay, da lerne ich jetzt ganz viel über meine Bestimmung, aber ich nehme euch damit hinein, was mich an diesen Punkt, also an diesen Text sehr fasziniert hat und welche Punkte, ich habe sechs, ich nehme euch in drei mit hinein, die einen dabei helfen können, seine Bestimmung zu entdecken. Okay? Der erste Punkt, den habe ich überschrieben mit leidenschaftlich beeinflussen. Leidenschaftlich beeinflussen. Wie kann ich meine Bestimmung, meine Aufgaben, das, was Gott für mich hat, das Leben, das Gott für mich hat, entdecken? Und der erste Punkt, ich habe ihn überschrieben mit leidenschaftlich beeinflussen. Paulus war, als er noch ein Saulus war, war ein Christenverfolger. Der hat Christen gejagt, der hat sie gefoltert, der hat sie umgebracht, das war ein Kopfgeldjäger sozusagen auf Christen. Der war gefürchtet im ganzen Land bei allen Christen. Er war alles andere als ein Sympathisant der Christen. Und nach einer krassen Begegnung, wirklich krassen Begegnung mit Jesus, wird er Christ. Und in diesem Zusammenhang erfährt er auch von seiner Bestimmung. Jesus sagt, dieser Mann, der wird meinen Namen und die Botschaft, dass der Weg zum Vater und der Weg zum ewigen Leben durch den Glauben an mich ist, dieser Mann wird diese Nachricht und meinen Namen in alle Nationen bringen, bis hin zu Königen. Das ist seine Bestimmung, das war seine Aufgabe. Und Paulus fängt sofort damit an. Er hat es vorher gut gemeint, glaube ich. Er hat vorher schon gedacht, er setzt sich für Gott und die richtige Sache ein, hat gemerkt, okay, es war total daneben und startet jetzt neu durch, voller Leidenschaft, lebt er seine Bestimmung und verkündet die gute Botschaft überall, wo er hinkommt. Aber wir lesen auch gleich am Anfang, in Vers 35 heißt es, dass er das mit Barnabas tat, dass er mit Barnabas durch die Gegend zog und das Wort verkündigte. In Vers 36, ein Vers weiter, wenn man da hineingeht, merkt man, da kommen wir zu einem Punkt, wo einfach auch Leidenschaft, Begeisterung, Hingabe, Liebe von Paulus drinsteckt. Und zwar können wir diesen Vers nochmal uns anschauen. Nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben, und sehen, wie es ihnen geht. Der Mann, der die Christen verfolgt hatte, der sie gejagt hatte, wird von Gott so verändert, dass er eine Leidenschaft für sie bekommt, dass es ihnen auf dem Herzen liegt zu sagen, okay, Barnabas, lass uns in jede Stadt gehen, wo wir waren, und lass uns gucken, wie es ihnen geht.
wie es meinen Kindern geht. Paulus hatte so eine starke Leidenschaft für die Menschen, die unter seiner Verkündigung und unter seinem Einfluss zum Glauben gekommen sind, dass er Vatergefühle, Elterngefühle für diese Menschen hatte. Es gibt viele Stellen oder einige Stellen auch im Neuen Testament, die davon sprechen. Wir können uns mal eine anschauen. Das ist die Galaterstelle, genau. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Herr, das ist die Kante Paulus, die Christen verfolgt hat. Und jetzt hat er eine Leidenschaft für die Kinder Gottes, wo er sich als geistlicher Vater empfindet. Ein Herzensanliegen. Das war Paulus seine Leidenschaft geworden. Er wollte unbedingt gucken, wie es den Menschen geht. Er liebte es, Jesus auf jede erdenkliche Weise den Menschen nahe zu bringen und sie zu fördern, sie zu stärken, sie zu ermutigen. Es kommt an etlichen Stellen, an etlichen Briefen vor, dass er sagt, oh, ich wünschte, ich wäre bei euch. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, was der richtige Weg ist. Ich wünschte, ich könnte euch dienen mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat. Das war pure Leidenschaft. Das war pure Herzensangelegenheit. Das war Liebe. Und ich habe eine Frage für dich heute Morgen, die in diesem Punkt ganz wichtig ist. Ich möchte dich heute Morgen fragen, wofür schlägt dein Herz? Was ist deine Herzensangelegenheit? Was fasziniert dich? Was liebst du? Denn in dem Punkt, wie entdecke ich meine Bestimmung, wie entdecke ich die Aufgaben, die Gott für mich vorbereitet hat, die er möchte, dass ich sie lebe, wie entdecke ich sie? Es gibt etliche Möglichkeiten, das zu entdecken. Pastor Andy wird in den nächsten Monaten auch noch einige euch vorstellen. Aber ein ganz, ganz wichtiger Faktor in diesem Entdecken ist, wo ist deine Leidenschaft? Gott hat dich kreiert, Gott hat dich gemacht, Gott hat dich geschaffen, heißt es, zu guten Werken, die er vorbereitet hat. Und wie du aussiehst, wie du bist, von deinem Charakter, von deinem Typ, von deinen Talenten, das ist alles kein Zufall. Er hat dir auch deine Leidenschaften gegeben, damit du sie einsetzen und dich dort hineingeben kannst, damit du das, was du tust im Reich Gottes, auch mit Leidenschaft tust. Wir sind oft so, dass wir als Christen, wenn es um unsere Bestimmung geht und unsere Aufgaben geht, wir denken oft nur im Gemeindekontext. Okay, ich kann gut singen oder ein Instrument spielen, also muss ich in die Lobpreisband. Ich kann gut auf Menschen zugehen, ich mag es, Menschen freundlich zu begrüßen, also gehe ich in den Ordnerdienst. Ich kann gut mit Kindern, gehe ich in den Kinderdienst und so weiter. Ich kann kreativ Atmosphäre schaffen, also gehe ich in den Dekodienst oder in den Kaffeedienst. Und wir denken oft in diese Bestimmung und in diesen Aufgaben für Gottes Reich uns einzusetzen, immer in diesem Gemeindekontext. Das ist zu kurz. Das kann dein Platz sein, das kann auch deine Aufgabe sein. Und wenn du das liebst, also unsere Leute, unsere Musiker, mit denen spürt man ab, die lieben das. Die würden das den ganzen Tag machen. Und wenn du etwas liebst in der Gemeinde, was du tust, wunderbar, mach es mit deiner ganzen Leidenschaft, mit deinem ganzen Herzen. Aber es gibt ja meistens auch mehr als eine Leidenschaft. Es gibt ja viel, was uns beschäftigt, es gibt ja viel, was uns begeistert. Was ist mit Backen? Was ist mit Fußball? Was ist mit Häkeln? Was ist mit Angeln? Ihr könnt euch aussuchen, was ihr gerne macht. Ja. Es gibt Dinge, die hat Gott uns gegeben. Und oft ist es so für uns, dass wir sagen, das ist mein Hobby. Das ist mein Hobby. Das tue ich für mich. Kannst du auch. Ist jetzt nichts bei, wo ich sage, das ist jetzt falsch. Aber es ist schade. Weil in den Dingen, für die du Leidenschaft hast, die dich begeistern, die du liebst, da steckt so viel Potenzial drin. So viele Möglichkeiten, um Gottes Reich, Gottes Absichten, Gottes Gedanken, Gottes Werte zu den Menschen zu bringen. Gott hat dir Leidenschaften gegeben und er wünscht sich, es freut ihn, wenn du anfängst, diese Leidenschaft, die du hast, zu nehmen und damit dein Umfeld, dein Arbeitsplatz, da wo du bist und die Leidenschaft, für die dein Herz schlägt, damit Menschen zu beeinflussen. Ich bin Gemeindekind und ich muss ehrlich gestehen, ich habe ganz lange Zeit über Bestimmungen und Aufgaben sehr, sehr stark im Gemeindekontext gedacht.
ich habe jetzt durch den Prozess, den wir als Gemeinde gehen und vor allem auch durch Andy, weil der ist echt ein Vorbild, was Flexibilität und Veränderungsbereitschaft angeht, sage ich euch, habe ich mich mit auf die Reise gegeben und habe gesagt, okay, ich will das auch. Ich will gucken, wo hat Gott mir Leidenschaft gegeben, wo kann ich Menschen beeinflussen. Und ich habe zwei Leidenschaften. Das eine ist Fußball. Fußball ist noch ein bisschen zu früh. Da habe ich auch eine Schwäche. Lasse ich mich zu schnell von faszinieren. Das kommt vielleicht, wenn mein Junge Fußball spielen will irgendwann, dann ist das vielleicht dran. Also Fußball habe ich als Leidenschaft, habe ich gemerkt, das ist nicht drin. Aber ich habe Angeln. Wie um alles in der Welt kannst du mit Angeln Reich Gottes sichtbar werden lassen? Wie soll das funktionieren? Ich habe da immer gedacht, Angeln ist das für mich. Angeln tue ich, um abzuschalten von meinem Dienst. Und Gott hat das total verändert. Ich habe angefangen zu überlegen, okay, Angeln ist meine Leidenschaft. Klingt langweilig für viele, das ist nicht nachvollziehbar, aber ich liebe Angeln. Und ich habe überlegt, okay Gott, wie kann ich meine Leidenschaft da für dich einsetzen? Und dann auf einmal kommen Ideen. Ich gehe in den Angelverein hier in Tostedt. Und ich liebe, die Teiche, das Angeln ist nicht so easy, aber ich liebe die Menschen. Gott hat mir ein Herz gegeben für die Menschen. Ich gehe zum Vereinsangeln, einen Tag voller Biberfreizeit, total hirnrissig und eigentlich keine Zeit für. Aber ich gehe dahin, weil ich denke, hey, da treffe ich den. Und dann höre ich Geschichten bei diesem Vereinsangeln und dann erzählt einer ganz offen, oh, meine Ehe ist ganz schwierig. Da 3 Kinder, einer ist sehr krank und die Ehe, die leidet drunter. Und der erzählt das ganz offen. Ich sage dem, bitteschön, hey, das ist ja eine Einladung. Du sitzt da und angelst und versuchst dann krampfhaft irgendeinen Fisch aus dem Wasser zu ziehen. Und neben dir fängt einer an zu erzählen und sagt, ja, also meine Frau ist momentan echt schwierig. Ey, auf einmal fängt Gott an und sagt, hey, ding, 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 das nächste Vereinsangeln kommt. Was machst du? Ich gehe zu Susa und sage, hey Susa, gib mir die besten Bücher, die du hast für Ehe. Und nicht ganz christlich. Und dann sage ich beim nächsten Mal, hey, ich habe ja letztes Mal das mitgekriegt. Du, ich kam mit ihm ins Gespräch, habe ihn von mir erzählt, von meiner Ehe und die Herausforderungen, die wir auch mal standen. Und sage ihm, hey, ich habe aber was mit ihm mitgebracht. Ich bin extra shoppen gegangen für dich. Und er sagt, echt jetzt, was kriegst du? Ich sage, nein, nein, ich freue mich, dass ich dir damit helfen kann. Und total überrascht, ja, sagte, ey, das ist meine Urlaubslektüre. Nächste Woche fahre ich in Urlaub, nächste Woche lese ich das Buch. Ich sage so, yes. Dann gehe ich immer wieder an die, es sind ja nur 3 Teiche, ich gehe immer wieder an dieselben Teiche. Und ich nenne keine Namen, weil vielleicht hören sie ja die Predigt irgendwann. Es gibt immer ein paar Leute, die kommen auch immer, wenn du nur 3 Teiche hast, dann gehen alle 70 Leute immer an die 3 Teiche. Und dann trifft man immer wieder dieselben Leute und man kommt ins Gespräch. Wieder und wieder und wieder. Und auf einmal, ich bin mit einer Mitarbeiterin da am Baggersee und es kommt jemand und fängt an zu erzählen, meine Frau ist schwer krank, die uns schon seit Jahren und öffnet sein Herz. Und ich sitze da und denke so, ey, Wahnsinn. Und ich angel eigentlich nur. Öffnet sein Herz und sagt, wie es ihm geht. Und 2 Wochen später stirbt seine Frau. Und Gott kommt und sagt, was kannst du jetzt machen? Und ich denke, ja, stimmt. Und ich schreibe ihm einen Brief und sage, hey, ich wollte dir sagen, wie leid mir das tut. Und du hast mir das erzählt und ich bete für dich. Und er weiß, dass ich Pastor bin. Und ich wollte dir nur sagen, ich finde es total bewundernswert, wie du dich um deine Frau gekümmert hast. Es gibt so viele Menschen, die verlassen ihren Partner, wenn es so um den Partner steht und wollen irgendwie ein anderes Leben. Ich bewundere das, wie du das gemacht hast und gib ihm den Brief mit Geld, weil ich wusste, er hat auch erzählt, das Geld ist knapp und sag, ja, das wollte ich dir auch noch geben. Eigentlich war Angeln nur mein Hobby. Jetzt ist es die Möglichkeit für mich, dass ich sage, hey, wo hier, wenn ich angeln gehe, wo ist die Möglichkeit, Reich Gottes sichtbar werden zu lassen? Liebe, Menschen zu lieben, Menschen zu segnen, Gutes zu tun und egal, wo du dein Hobby hast, wenn du anfängst, deine Leidenschaft, das, was dich fasziniert, das, was dich begeistert, wenn du anfängst zu überlegen, hey Gott, wie kannst du das gebrauchen? Wo? Wann? Gott gibt dir Ideen, das glaubt man. Da kannst du ganz sicher sein. Und weißt du was? Es wird so leicht, Gott zu dienen. Wenn du etwas mit Leidenschaft tust, ne, ist das nicht so ein, ach, schon wieder. Jetzt ist schon wieder eine Probe, jetzt ist schon wieder dies, jetzt ist schon wieder ein Termin und ich bin eigentlich müde. Wenn du etwas mit Leidenschaft tust, fällt es dir ganz leicht.
geht ganz leicht von der Hand. Also der erste Punkt, wie du deine Bestimmung entdecken und deine Aufgaben, die Gott für dich hat, entdecken kannst, beeinflusse leidenschaftlich. Der zweite Punkt, den habe ich überschrieben mit, wache darüber, wer dich beeinflusst. Wir gehen mal in Vers 37 bis 39 von diesem Abschnitt. Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Also da muss man ein bisschen Bibelkontextwissen haben. Dieser Johannes, der Markus, der war schon mal unterwegs mit denen, also mit Paulus und Barnabas. Und aus irgendeinem Grund, wir wissen nicht aus welchem, aus irgendeinem Grund hat er die Reise abgebrochen. Vielleicht wurde es ihm zu stressig. Vielleicht war er mit der Situation überfordert. Vielleicht hat er Sehnsucht gehabt nach seiner Familie. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur eins, dass Paulus diesen Grund nicht nachvollziehen konnte. Dass Paulus gesagt hat, ey, es geht hier um das Reich Gottes. Es geht hier um seine Absichten. Es geht hier um seine Menschen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dieser Markus hat seinen Grund gehabt, aber ich verstehe es nicht. Und jetzt kommt Barnabas, und Barnabas, Barnabas war der Vetter von diesem Johannes, also das waren Vettern. Und das sagt, hey, ich will den mitnehmen, Familie, ne? Familienbande. Will den mitnehmen, und Paulus sagt, auf keinen Fall, der kommt nicht mit. Und dann ist es Paulus so wichtig, dem gestandenen, gereiften Mann Gottes, dem Zeichen und Wunder gefolgt sind. Es ist ihm so wichtig, dass dieser Mann nicht mitkommt, dass es sogar über ihn gekommen ist und er gesündigt hat. Weil man möchte ja diese Stelle nehmen und sagen, ja, Paulus hat sich gestritten, ist voll in Ordnung. Aber Paulus schreibt dann an Timotheus, schreibt er, hey, streiten ist nicht gut, seid lieb zueinander. Wenn ihr zürnt, dann sündigt nicht, sondern klärt das, bevor die Sonne untergeht. Also Paulus ist kein Sympathisant des Streitens, aber er hat das so auf den Herzen, dass er darüber wacht, wer ist an seiner Seite, wer beeinflusst ihn, wer ist Teil seines Lebens, dass er da keine Kompromisse eingeht und sagt, auf keinen Fall, und sich sogar mit seinem Mentor, mit seinem besten Freund, mit seiner Herzensperson, Barnabas war der Mann, der Paulus an die Hand genommen hat, als keiner was mit ihm zu tun haben wollte. Als alle gesagt haben, dieser Paulus, der verfolgt uns, den können wir nicht, der ist gefährlich. Und Barnabas hat gesagt, nee, Gott ist mit ihm, nimmt ihn an die Hand. Ey, das waren Big Buddies. Das war richtig Freundschaft. Und Paulus ist sogar bereit, sich mit ihm zu streiten und sich von ihm zu trennen, zumindest was den Dienst angeht, und nur damit dieser Johannes Markus nicht mitkommt. Ey, ich als harmoniebedürftiger Mensch, ne, ich hätte gesagt, komm, Paulus, gib dir einen Ruck, jeder hat eine zweite Chance verdient, Gott, er kennt halt Gott noch nicht so wie du, er hat noch nicht Gott so erlebt wie du, hab doch Geduld. Also das wäre mein Ansatz gewesen. Paulus sagt, hey, es ist nicht drin. Er hat so darüber gewacht. Und die Frage ist ja, warum? Ich glaube, wir alle hier in dem Raum wissen, aus eigener Erfahrung, Einfluss prägt uns und Einfluss formt uns. Ich glaube, die Mehrheit in diesem Raum hat schon mal Dinge gesagt oder gemacht, die er eigentlich nicht sagen wollte oder nicht machen wollte und es doch getan hat. Warum? Weil der Einfluss da war. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich zur Jugendempore hochgucken. Also bei den Jugendlichen ist das vielleicht noch mehr so der Fall. Also Jugendliche wissen, ey, Einfluss prägt. In der heutigen Zeit, wo die aktuelle Jugendkultur ist, Hauptsache, du bist Mainstream. Es gab verschiedene Kulturen in den letzten Jahrzehnten, immer wieder hat was mal gewechselt. Jetzt momentan, aktuell ist sie, Hauptsache nicht auffallen, Hauptsache mit dem Strom, Hauptsache nicht irgendwie außen vor sein. Das ist sehr extrem momentan. Das ist die aktuelle Studie, die Sinus-Studie, die das rausgebracht hat. Also was machst du, damit du nicht aus dem Strom gehst? Du hörst auf den Strom. Du lässt dich beeinflussen von dem Strom. Und du sagst und tust, was der Strom dir vorgibt, was die Medien dir vorgeben, was die Gesellschaft dir vorgibt. Und oft weißt du, es ist nicht kompatibel mit den Werten Gottes, mit den Absichten, mit dem, was gut für mich ist. Und du tust es, weil Einfluss prägt, weil Einfluss formt.
Und es gibt Sprichwörter, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Ein anderes habe ich gehört in einer Predigt, habe es aber nicht im Internet gefunden, aber das hat mich halt abgespeichert. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wie deine Zukunft aussieht. Und wir wissen, es ist was Wahres dran. Es ist kein Generalgesetz, aber wir wissen, es ist was Wahres dran. Und Paulus wachte darüber, wer ihn beeinflusst. Vielleicht auch, weil er Psalm 1 vor Augen hatte. Wir gucken mal in Psalm 1 rein. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlose Weg vergeht. Wir sind oft so, dass wir diesen Vers nehmen und dann hochhalten, er ist gepflanzt wie an Wasserbächen. Und ist stark und er bringt seine Frucht. Gottes Wirken wird in seinem Leben sichtbar. Aber den ersten Teil, den lässt man oft raus. Aber der hängt zusammen. Hey, wer beeinflusst dich? Wer berät dich? Wer spricht in dein Leben hinein? Wie? Es geht ja gar nicht darum. Es geht nicht darum, Menschen zu verachten. Es geht nicht darum, Menschen irgendwie auszugrenzen und zu sagen, hey, mit dir, lass mich in Ruhe. Ich spreche nicht mehr mit dir. Ich gucke dich nicht mehr an. Es geht, wir sollen Menschen lieben. Aber du kannst darüber wachen, wer beeinflusst dich wie. Und Paulus hat darüber sehr gewacht. Also, wie kann ich die Bestimmung und Aufgaben, die Gott für mich hat, entdecken und leben? Leidenschaftlich beeinflussen, Punkt 1. Zweitens, wache darüber, wer dich beeinflusst. Und der letzte Punkt, wir schauen mal in Vers 40 bis 41. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er durchzog aber Syrien und Sizilien und stärkte die Gemeinden. Und vorher heißt es, Barnabas nahm Markus und ging nach Zypern. Etwas, das man im Leben als Christ beobachten kann, ist Folgendes. Sobald du anfängst, deine Bestimmung zu entdecken und deine Aufgaben, die Gott für dich hat, sobald du anfängst, sie zu entdecken und sich entscheidest, ich will sie leben, sobald du damit bewusst anfängst, knallt's. Sobald du damit bewusst anfängst, stehst du auf einmal vor unerwarteten Herausforderungen, Problemen, Konflikten, so wie hier, und stehst in einem Spannungsfeld. Das merken wir alleine schon, wir nehmen es auch in jeden Taufkurs mit hinein, das merken wir alleine schon, wenn es darum geht, dass jemand sagt, ich weiß, wer ich bin, ich habe Gott kennengelernt, er hat mich in Freiheit geführt, die ganze Welt soll wissen, ich gehöre zu ihm, ich will es der sichtbaren, unsichtbaren Welt zeigen, ich werde jetzt Christ, ich werde mich taufen lassen. Ey, bei den Leuten, was wir hier Geschichten erlebt haben, wo Leute gesagt haben, ich will mich taufen lassen, du denkst, das ist in Europa nicht möglich. Dass mit Scheidung gedroht wird von einer Partnerin, dass enterbt wird, also selbst in Europa knallt's. Man merkt das Epheser 6, da heißt es nämlich, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Wir merken auf einmal, man merkt auf einmal, wenn man anfängt, seine Bestimmung zu entdecken und zu leben, dass ein Gegenwind entgegenstößt. Und es gibt zwei Reaktionen meistens, zwei Reaktionen, wie wir Menschen und wie wir Christen reagieren in solchen Phasen. Du kannst aber auch, als wenn du noch nicht Christ bist, wenn du noch nicht Gott von Herz zu Herz kennengelernt hast, wenn du noch nicht irgendwie dein Leben Gott anvertraut hast, kannst du es auch schon erleben. Auch dann, wenn es darum geht, okay, was mache ich mit Gott? Auf einmal kommt Gegenwind. Und es gibt zwei Wege, wie wir oft uns dann verhalten. Der eine Weg ist der, den Barnabas eingeschlagen hat. Barnabas war auch schon Teil letzte Woche in der Predigt von Andy. Barnabas, der merkt, okay, jetzt funktioniert das nicht mehr, unsere gemeinsame Mission führt hier nicht weiter. Er schnappt sich Johannes Markus und geht nach Zypern. Zypern war ein Ort, an dem sie schon mal waren. Und Zypern war schön. Zypern ist wie heute. Also es ist wie heute. Es ist schön mediterran, es ist ein schönes Klima, es ist ein netter Ort zum Leben, sage ich mal. So in der damaligen Zeit war es ein richtig netter Ort zum Leben.
und er ging mit ihm nach Zypern. Paulus aber hat seine Leidenschaft und seinen Auftrag vor Augen und sagt, hey, wir gehen nach Syrien. Und Syrien, damals wie heute, ist nicht schön. Also kein Klima, wo du sagst, hier mache ich Urlaub. Hier lege ich mich irgendwo in die Sonne. Das war ein hartes Pflaster. Aber es war von Paulus klar, das ist der Weg. Das ist meine Leidenschaft, das ist mein Auftrag, ich gehe dorthin. Und interessant ist an dieser Stelle, Barnabas wird in den ersten, von Kapitel 4 bis Kapitel 15, in den ersten 11 Kapiteln, wird er 35 Mal erwähnt. Er ist eine ganz zentrale Person in der Entwicklung der Gemeinde und in der Entwicklung des Reiches Gottes. Dann kommt dieser Punkt, er geht zurück nach Zypern, ich sage es mal so übertragen, in seine Komfortzone, in seine Sicherheit, in das, was er kennt, in das, was er kann, in das, was ihm bewohnt ist, in das, wo man gut, es gut aushält, das ist die Komfortzone, man hält es gut aus, geht zurück und danach hörst du gar nichts mehr von ihm. 35 Mal in 11 Kapiteln und dann nichts. Und Paulus geht nach Syrien und folgt dem Auftrag, ist fokussiert auf den Auftrag, ist fokussiert, seine Leidenschaft für Gott einzusetzen. Und Gott schreibt weiter mit ihm seine Geschichte. Wir als Christen, wir knocken uns oft aus, weil wir den Kopf einziehen, wenn Probleme kommen. Weil wir den Kopf einziehen und wir in unsere Komfortzone gehen. Ey, ich beschäftige mich nicht umsonst seit 6 Wochen mit dem Thema. Ich hab fast schon mit Gott gerungen und gefragt, ob es einen Weg in meine Komfortzone gibt. Dachte, gibt es nicht irgendeine Möglichkeit? Wir lieben die Komfortzone. Wir lieben das Bequeme. Wir lieben das Gewohnte. Wir lieben die Sicherheit. Wir mögen es nicht, Gegenwind zu haben. Wir mögen es nicht, Sachen nicht kontrollieren zu können. Das Hauptproblem ist ja, wir mögen es nicht, wenn wir in Situationen kommen, die wir nicht kontrollieren können. Viele ziehen den Kopf ein und gehen nach Zypern, gehen in ihre Komfortzone. Und das Leben bleibt, auch das geistliche Leben, die geistliche Entwicklung, die Entfaltung deines Potenzials, die Entfaltung deiner Gaben, das bleibt auf der Strecke. Ich wünsche mir, dass wir, wie Paulus, ne, ein richtiges Rückgrat bekommen. Und leidenschaftlich beeinflussen, darüber wachen, wer beeinflusst mich. Ich gebe noch mehr Punkte, aber ich habe ja nur erstmal die 3, weil jetzt 35 Minuten gleich um sind. Darüber zu wachen, wer uns beeinflusst, was uns beeinflusst und dran zu bleiben. Dass Paulus blieb dran. Paulus hat sich nicht abbringen lassen, nicht von Gegenwind, nicht von Menschen. Er hat seine Leidenschaft gehabt, er hat seinen Auftrag gehabt, er hat seine Richtung gehabt und er ist dabei geblieben. Und Gott hat seine Geschichte mit ihm geschrieben. Er ist gewachsen, er hat Menschen erreicht, Tausende. Er ist die zentrale Figur im Neuen Testament. Und ich meine, es geht nicht um Masse. Es geht nicht darum, der nächste Paulus zu werden. Es geht darum, das zu tun, was Gott für dich vorbereitet hat. Es geht darum, an dem Platz zu sein, den Gott für dich vorgesehen hat. Es geht darum, die Aufgaben zu tun, die Gott für dich vorgesehen hat. Wenn wir in den Wegen Gottes gehen, Können Herausforderungen kommen, können Schwierigkeiten, Konflikte kommen, aber wir werden gesegnet sein, weil er an unserer Seite ist, weil er uns voranbringt, weil er uns stärkt, weil er uns tröstet. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Also erstens, beeinflusse leidenschaftlich. Zweitens, wache darüber, wer dich beeinflusst. Und drittens, auch wenn es schwierig wird, bleibe dran. Bleibe dran. Ich weiß nicht, wer hier gerade sitzt, der schon auch vielleicht denkt, oh, es ist alles so anstrengend, es ist alles so kompliziert und so. Hey, ich mach dir Mut, bleibe dran. Es macht dich stärker. Gott ist an deiner Seite, er bringt dich durch, es wird Wachstum bringen. Das gehört zum Leben dazu, dieser Gegenwind. Aber ich mach dir Mut, bleibe dran, es lohnt sich. Gott sucht belohnt die, die ihn suchen. Matthäus-Stelle, Gott wird die, die ihn suchen, er wird sie belohnen. Das ist eine Verheißung übrigens. Die, die ihn suchen, die, die dranbleiben, die den nicht aufgeben, er wird sie belohnen. Ich bete nochmal mit uns.
Ja, Jesus, es ist echt dein Vorrecht, dich zu kennen, von Herz zu Herz. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt hier sitzt oder auch zu Hause diese Predigt hört. Und ich danke dir, Herr, dass du für jeden Einzelnen wirklich ein erfülltes Leben vorbereitet hast. Trotz aller Widerstände, trotz aller Herausforderungen. Du willst uns Leben in Fülle geben. Du willst uns ein Leben voller Qualität geben, voller Freude, voller Frieden. Und du hast so gute Absichten für jeden Einzelnen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns wirklich hilfst in diese Bestimmung, die du für uns hast, in die Aufgaben, in die Situation, in das, was du vorbereitet hast für uns, dass wir da hineinkommen, dass wir lernen, wirklich unsere Leidenschaft einzubringen, dort, wo wir sind, einfach leidenschaftlich zu beeinflussen, darüber zu wachen, wer bei uns beeinflusst und vielleicht auch mal dann zu sagen, stopp, hier nicht weiter und auch dran zu bleiben in den Herausforderungen, in den Konflikten, in den Schwierigkeiten. Ich danke dir, dass du der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens bist, dass du es tun wirst, dass du dem beistehst, die zu dir gehören, dass du niemanden fallen lässt, dass du niemanden loslässt, dass deine Geduld einfach eine ganz andere Dimension hat, als wir sie haben. Und ich danke dir, Jesus, dass du mit uns nicht am Ende bist, sondern es immer weitergeht. In deinem Namen. Amen.